Und so läuft man rum, wenn man auf 3000 Meter Höhe ist, mit T-Shirt. Unglaublich, oder? Weil es echt warm hier gerade. Wie spät haben wir? 10 Uhr? Vor 12 auf jeden Fall. Strahlender Sonnenschein hier. Also um erstmal zu sagen, wo wir sind. Wir sind jetzt gerade in Peru, um genauer zu sein in Huaraz. Das ist ein Ort, der als Ausgangsort quasi gilt für das Gebirge Cordillera Blanca. Ja. Das ist eine Hochgebirgsregion mit richtig geilen Tracks, mit richtig coolen Aussichten. Und wir sind jetzt hier bereits auf 3000 Meter Höhe. Deswegen sind wir auch gerade ein bisschen am Schnaufen, weil es den Berg hier hochgeht. Erstmal ist es höher als die Zugspitze. Als wir angekommen sind, haben wir das auch direkt gemerkt. Also weil die Luft ist halt dünner, heißt, da ist weniger Sauerstoff drin in der Luft und das Herz pumpt, versucht das Ganze auszugleichen. Und, Moment. Da heißt, man ist schneller außer Atem. Wir haben uns am Anfang so ein bisschen beduselt gefühlt. Deswegen heißt es auch, dass man 2 Tage erstmal nichts machen sollte, einfach nur ausruhen, damit man sich akklimatisieren kann, so heißt das. Bedeutet, dass der Körper sich auf die Höhe einstellt. Aber ich würde sagen, der hat sich eingestellt. Wir sind nicht mehr so sehr aus der Puste wie vor 2 Tagen noch. Deswegen machen wir uns heute mal auf den Weg auf so einen kleinen Tagestrack oder Halbtagestrack. Ja. Bevor es dann an die großen Tracks geht die nächsten Tage. Vor allem haben wir absolut keine Ahnung, wie kalt oder wie warm das jetzt wird. Wir standen so auf dem Schlauch, was wir jetzt anziehen. Auf jeden Fall haben wir unsere Wanderschuhe an. Eine Thermohose habe ich drunter. Und jetzt gerade ist es sau heiß. Ja, der Witz ist, hier ist es super warm. Ja. Aber wenn wir uns hier umdrehen, ich weiß nicht, wie man es jetzt erkennt, aber wir gucken auf Berge voller Schnee. Hier ist jetzt der Startpunkt. Ungefähr 2 Peso hat die Fahrt gekostet. 20 Minuten, 2 Peso. Wie viel sind 2 Peso? 50 Cent. 50 Cent oder so. 50 Cent für 20 Minuten Fahrt. Einige Touren bieten das als Tour an. Brauchst du nicht, kannst du alleine machen. Also sagen wir jetzt. Ja. Wir melden uns zu dieser Aussage später nochmal, wenn wir das fertig haben. So, jetzt erstmal da hoch. Erster Stopp. Anja zieht die erste Hose aus. Im Laden haben die noch die Zipperhosen angepriesen. 3-mal Zipfer jetzt. Zap, zap, zap. Heiß ist das heiß. Ja, es ist richtig warm hier auf dem Berg. Sind schon ein gutes Stück hier hoch. Guck mal. 100 Meter. Es sind 3 Minuten vergangen. Ja. Hab ich extra gekauft, wenn ich die hier nicht brauche, ne, dann lass sie aber aus. Die Eiszeit kommt erst noch. Wir legen gerade die erste Pause ein. Müsli-Riegel dabei, Apfel, Honig. Das ist unsere Aussicht. Ich habe Ohrenschmerzen. Aber jetzt doch besser, oder? Mhm. Ja, ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir gehen hier schon so ein bisschen durch Gletscher wenigstens. Und jetzt ist das wie so durch Dollberg laufen. Wir gehen durch Gletscher. So ein bisschen eisiger einfach. Wie durch Dollberg, nur durch Berge. Wir sind gerade durch so ein kleines Dorf hier gelaufen. Das hier. Und haben uns schwer laufen. Wir hätten uns fast verlaufen. Dann kam zur rechten Zeit kam so ein kleiner Opi raus. Hat uns Gringos hat er gerufen. Hat uns gesagt, wo es lang geht. Da sind wir mal durchgelaufen. So, was haben wir alles dabei? Wir hatten ja keine Ahnung, was das jetzt für ein Track wird und haben uns mal für alles vorbereitet. Eine Hose, die warm hält. Entschuldigung. Eine Regenjacke. Eine Mütze. Schal. Regenschutz für den Rucksack. Ein Fließpulli, der extra warm hält. So eine Thermohose. Wanderschuhe, Schlaufenschal. Das ist aber wirklich gut, weil man schwitzt irgendwie, aber trotzdem ist Wind. Und ich bin sehr anfällig an den Ohren, habe ich so auf der Reise gemerkt, dass sobald windig ist, kriege ich sehr schnell Ohrenschmerzen. Deswegen ist das gerade super. Das ist echt so eine Allzweckwaffe hier, der Schlaufenschal. Ja. Wasser, ganz, ganz wichtig, vor allem wegen dieser Höhe. Nicht nur, weil man schwitzt oder so, sondern weil man wegen der Höhe sau viel trinken muss. Man soll trinken, bevor man durstig wird, damit man keine Kopfschmerzen bekommt. Und dann haben wir noch Müsli-Riegel. Ja. Und Salzkekse. Salz hält nämlich Wasser im Körper, Flüssigkeit im Körper. Für alles ausgerüstet. Für alles ausgerüstet. Was wir nicht dabei haben, was man aber auch mitnehmen sollte, ist Sonnencreme. Wir haben uns im Hostel schon eingecremt, weil hier knallt die Sonne ordentlich. Ja. So, jetzt, mal das reicht. Jetzt packe ich alles wieder ein. Vielleicht brauchen wir das ja noch, wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht kommen wir ja noch zu meinen Gletschern.
Sieht ja danach aus. Ja. Für dich ist halt kein Problem hier oben. Ja, so langsam könnte man die Lagune kommen, ne? Das ist halt, was ich bei Google gesehen habe. Hallo. Habt ihr gesehen, wie die ausgerüstet waren? Und die waren auch außer Atem. Guck mal, seht ihr die Berge hier? Die Gletscher? Ich würde fast sagen, wir sind schon auf einer Höhe hier, wo wir sind. Ja, ja, absolut. Oder? Ja, ja. Guck mal. Ja, hier, so, ne? Augenhöhe. Hier. Auf Augenhöhe sind die Gletscher. Eins. War das knapp? War das knapp? Wie fühlt es sich an nach so einem Sprung? Voll gut, komm! Lagune ist das hier mit Enten drin, hier laufen ein paar Schweinchen rum. Dann direkt hier hinten im Hintergrund die ganzen Gletscher. Wir haben gerade schon gesagt, ey, eigentlich irgendeine Matte hinlegen und hier bleiben. Ja. Auf dem Weg war es die ganze Zeit warm, jetzt hier oben ist es ein bisschen windig geworden. Ja, aber es ist warm. Es war gut, nur dass wir alles dabei haben. Es ist einfach nur windig, aber kalt ist es absolut gar nicht. Boah, ist das schön hier. Auch noch hier ein kleiner Funfact. Man kann sich auch mit dem Taxi hochfahren lassen. Laufen jetzt hier so einem kleinen Problem entgegen. Seht ihr das Problem? Steht hier einfach so ein Ochse steht hier im Weg. Dankeschön, gracias. Danke. Und hiermit sind wir offiziell akklimatisiert. So, wir sind jetzt also akklimatisiert. Aber was ist das Ganze denn? Ganz einfach. Wir sind in Lima gestartet und Lima liegt 160 Meter über dem Meeresspiegel. Kein Problem, kennen wir. Dann sind wir mit dem Nachtbus nach Huaraz gefahren. Das liegt 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Und sobald man die 2500 Meter Grenze überschreitet, kann es sein, dass man Kopfschmerzen bekommt, dass einem übel wird, dass man ein bisschen schneller atmen muss, weil eben weniger Sauerstoff in der Luft ist. Deswegen heißt es, soll man ungefähr 2 Tage hier bleiben, sich ein bisschen akklimatisieren, an das Klima gewöhnen und dann kann man beginnen, langsam hochzugehen, um zu checken, komme ich mit der Höhe jetzt klar oder muss ich noch mal ein bisschen runter und mich ein bisschen entspannen. Und da waren wir heute und uns ging es prächtig. Ja, genau. Keine Kopfschmerzen gehabt, konnten gut hochlaufen, zwar ein bisschen aus der Puste, aber gut. Ja, richtig gut. Also, wir haben uns voll gefreut. Also, wir waren stolz auf sich. Ja, da sind wir allerdings stolz. Und dieser Track gilt so als der Test, dass wenn man den gut bestanden hat, ohne große Kopfschmerzen, dann kann man sich an die größeren Tracks ranwagen. Den macht eigentlich, glaube ich, jeder, egal ob erfahren, unerfahren oder so, einmal da hochlaufen und gucken, wie es ist, ob man sich daran gewöhnt hat. Ja. Und das ist unser Zimmer. Willkommen. Wir haben sogar ein bisschen aufgeräumt hier, die Ecke. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, es sah eben durchaus schlimmer aus. Ja, wir mussten unsere Rucksäcke einmal am Kopf stellen, weil es waren alles T-Shirts oben, kurze Hosen und jetzt mussten Pullis, lange Hosen, alles unten alles raus. Und heute haben wir erstmal gemerkt, wo wir hier eigentlich gelandet sind. Peru. Das erste Mal. So eine Landschaft. Und heute war so das erste Mal, wo man halt genau diese Bilder von einem selber hat, wo man so mit Mütze und so da steht und auf den Berg guckt. Boah, ich freue mich so drauf, was noch auf Peru kommt. Wir haben so eine Liste quasi einmal aufgeschrieben, was es alles gibt. Allein in Peru, was es alles gibt und mal gucken, was wir davon alles schaffen. Aber
mega geil. Da war einiges. Ja, jetzt mal Coca-Tee trinken.